Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2 hier bei der Octo Expansion. Im letzten Part haben wir uns schon den Weg bereitet zu dem ersten Dingsbums von den Vieren, die wir einsammeln sollen. Und ja, die heißen ja wirklich Dingsbums, offiziell. Und da wollen wir uns am besten dann auch gleich dort noch weiter hingehen, dass wir dann in diesem Part uns schon das erste von denen holen können. Weil mich eben sehr interessieren würde, was es denn mit diesen Dingsbumsen eigentlich auf sich hat. Denn direkt da unten ist es ja schon und dafür müssen wir jetzt dann nur noch das Level hier vorher spielen. Wehe, sie schnalzen zurück, Bandroy findet einen Weg zum Ziel. Und da würde ich sagen, fangen wir da mal an. So. Also scheint dann wieder ein bisschen ein längeres Level hier auch zu werden. So wirkt es zumindest. Ich habe auch wieder die Wahl zwischen ein paar verschiedenen Waffen. So. Und ich krieg 1500 für den Klecksroller, weil es damit anscheinend am schwierigsten ist. Deswegen werde ich dann mal wieder den nehmen. So. Alles klar. Wieder mal eine Gebühr von 500 dann gleich. Also auch wieder recht viel. Im letzten Part sind wir jetzt leider dann auch zum ersten Mal Game Over gegangen. Auf eine sehr, sehr bittere Art und Weise. Weil mir am Ende nur noch dann 83 Hundertstel Sekunden gefehlt haben, die ich nicht mehr durchgehalten habe, leider. Aber ich hoffe, dass wir jetzt dann nicht so schnell den nächsten Game Over haben werden. Und dass wir jetzt dann das hier vielleicht schaffen können. Mal gucken. So, also diese Schnalzdinger haben wir hier. Genau, die kennen wir ja auch schon aus dem Heldenmodus. Und deswegen dürfte ich mich mit denen auch schon ganz gut auskennen, was die dann so können. Yeah, und ab dafür! So, denkt dann auch eine Sekundärwaffe einzusetzen. Okay, aber es geht dann noch aktuell auch so. Und ich muss aufpassen, wenn die von einem Gegner getroffen wird, das Ende, oder? Ah ne, okay, ich dachte, das wird dann wieder zurückschnalzen automatisch. Aber das bleibt dann einfach auch trotzdem ausgefahren, das ist ganz gut. So, und stirb, sehr gut. Exzellent. So, alles klar. Und ein bisschen Rüstung nehme ich auch gerne mit. Und ich nehme jetzt am besten gegen euch dann wirklich die Bomben. Ah ne, ich habe ja die Curling-Bombe nur, stimmt. Das ist natürlich doof, weil ich mich dann gar nicht treffen kann. Ja, okay, genau, während sie sich noch ausrollt, wenn sie dann getroffen wird, dann wird sie wieder zurückfahren, aber ansonsten bleibt sie. Das ist aber schon ziemlich schwierig. Also ich will auf jeden Fall erstmal den Kollegen hier besiegen, den da. Zum anderen komme ich jetzt noch nicht wirklich hin, oder komme ich da schon hin? Von hier aus erreiche ich den? Ja, ich falle halt fast runter. Ja, nicht ganz leider, nee. Ich muss dann leider sein lassen erstmal. Oh Gott. Und dann, okay, jetzt schnell nach oben und dann auch das hier aktivieren. Und dann ganz schnell nach oben hier. Puh. Aber schon gar nicht mal so einfach. Okay, jetzt will ich noch aber kurz euch dann den auch besiegen. Und da in der Kiste. Ich will noch mal kurz gucken, was da drin ist. Ich kann die ja von hier aus zerstören. Achso, okay, es scheinen sogar noch Ringe. Okay, ich will noch kurz dahin gehen. Weil weitere Punkte können nicht schaden. So. Und alles klar. Gut. So, dann gleich wieder zurück. Und dann auch gleich den richtigen Weg jetzt noch weitergehen. So, wieder zurück nach oben. Gut. So. Und der nächste Checkpoint. Noch nicht der letzte, aber ein weiterer Checkpoint wenigstens. Okay. Und der wird irgendwie ziemlich lahm, der Kollege hier. Ich kann mich sogar erstmal hier verstecken. So ein bisschen. Ganz ruhig bleiben. Okay. Und? Na, ich treffe aber halt auch wieder nicht, ne? Ich bin zu weit weg, leider. Okay, und ich brauche sogar das Schnalzding. Das ist auch wieder ziemlich fies, finde ich. Oh Gott, ey. Ich will erstmal jetzt ihn schießen lassen, vielleicht. Wenn er komplett seine Munition verballert hat, dann will ich halt schnell zu ihm hin. Und, ja, nee. Das ist aber, oder prallt es deswegen ab, weil hier überall Farbe ist? Oder wie? Oder weil es getroffen wird von ihm? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall nicht so ganz... Okay, jetzt geht's. Nicht so ganz einfach jetzt schnell sein. Und erstmal den hier, oder am besten erstmal alle von denen töten, ne? Ich habe jetzt leider die Kiste gerade eben nicht mitnehmen... Ach, scheiße. Die Kiste gerade eben nicht mitnehmen können. Die Kiste nicht mitnehmen können, weil ich die als Schutz noch brauchte. Aber habe ich jetzt halt dann ein paar Punkte da leider auslassen müssen. Ist halt jetzt nun mal so. Oder komme ich da nochmal zurück? Ne, ich komme sogar nochmal zurück. Ich mach's sogar mal kurz, weil jetzt habe ich ja dann hier etwas mehr Sicherheit. Weil ich jetzt ja alle Gegner besiegen konnte. Und deswegen habe ich jetzt dann keine Probleme mehr, mir jetzt dann die Punkte noch zu holen. Ich will es noch kurz machen, wie gesagt. Weil ich eben da noch einige weitere Punkte mir mitnehmen will. So. Ah ne, Rüstung ist hier drin. Okay, ist sogar fast noch besser. Weil ich nämlich da noch bessere Chancen habe. Weil ich ja, verdammt, weil ich ja keine Rüstung mehr hatte. Aber jetzt dann mit Rüstung fühle ich mich dann gleich schon um einiges sicherer. Okay, sehr gut. So, dann gleich weiter. Zum vielleicht schon letzten Checkpoint. Nee, das ist, glaube ich, dann doch echt ein bisschen länger. Finde ich auch ganz cool, dass wir es dann hier doch auch mal ein bisschen ein längeres Level eben noch haben. Jetzt die Kollegen hier. Ja. Ich habe mal einfach schön hier auf sein Schild drauf, weil irgendwann geht der ja auch kaputt. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja. Das Problem ist halt auch, dass mir meine Sekundärwaffe hier wirklich gar nichts bringt, obwohl ja Perla gerade gesagt hat, dass ich die auch benutzen soll. Aber wirklich viel kann ich hier mit einer Curling-Bombe ehrlich gesagt nicht anfangen. Aber okay. So. Und immer noch nicht der letzte Checkpoint. Also ja, ist wirklich, wie gesagt, ziemlich lange. Das Level hier. Wir am besten hier so auf die andere Seite gehen und dann... Ja, aber ich bin nicht schnell genug, leider. Aber ich kann versuchen, ein bisschen drüber zu schießen über den irgendwie. Das klappt trotzdem nicht ganz. Aber ist eh gleich tot. So. Und ja, nochmal kurz aufladen. Hält echt einiges aus mit seinem Schild da. So, und jetzt stirb.
Okay. So, und hier ist dann eine Surfschiene. Wie komme ich da nach oben übrigens? Warte mal kurz, komme ich da mit denen hin? Nee, ne? Die fahren sich ja nicht nach oben aus. Mich würde aber interessieren, wie ich da hinkomme. Ehrlich gesagt. Und vielleicht soll ich da auch gar nicht hinkommen. Vielleicht soll ich die Kiste auch einfach nur zerstören und dann werden und dann fliegen schon die Punkte zu mir einfach. Aber es dauert halt ziemlich lange, wenn ich das so machen will. Ich meine, es würde an sich gehen, aber das lasse ich jetzt mal doch aus. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit dann gleich. Okay, mit der Surfschiene nämlich. Okay, verstanden, alles klar. Machen wir es dann doch so. Obwohl es, glaube ich, auf meine Methode auch gegangen wäre. Es sei denn, da ist halt was anderes als Punkte drin. Weil ich nämlich dann die... Ist aber doch schwierig, ne, da hinzukommen. Ich glaube, es geht schon. Ich glaube, es geht theoretisch. Ich muss dann einfach gucken, wie ich es dann machen will. Und die Gegner will ich eigentlich auch ganz gerne besiegen. Aber schaffe ich auch nicht ganz, leider. Ja, mal gucken. So, jetzt hier ein bisschen im Winkel abspringen. Und dann hier nach oben. Kann man gerade so schaffen. Okay. Nein, und da... Oh mein Gott, was mache ich denn? Oh Mann, ey. Und dann werde ich da selber halt durch meinen Roller selbst nach unten gedrängt. Das kann nicht wahr sein. Oh Mann, ey. So, jetzt nochmal. Hui! Jetzt habe ich nicht den richtigen Winkel erwischt. Das ist ziemlich schwierig, da im richtigen Moment abzuspringen, wie ich finde. Also ja, das Level ist dann doch auch schon ein bisschen schwieriger. Das war jetzt an sich nicht so wirklich schwierig, wenn es ums Überleben geht, aber halt die einzelnen Rätsel und sowas hier zu lösen. Alter, die einzelnen Rätsel und sowas hier zu lösen, das ist ziemlich schwierig, finde ich. So, und die will ich auch mal ganz gerne irgendwann besiegen. Aber kann ich einfach, ich kann die einfach so besiegen, stimmt. So einfach, genau. Also übrigens, da komme ich so auch, glaube ich, zur Kiste. Okay, ich glaube, man soll es gar nicht so machen wie ich. Man soll einfach dann mit dem Schnalzding da entlang kommen, oder? Ich glaube sogar schon. Okay, ich habe es dann eh falsch gemacht quasi. Na, ganz toll. Okay, aber, okay, ist aber deswegen die Schwierigkeit auch. Ein bisschen dabei. Weil ich nämlich das immer wieder treffen muss. Weil das ist anscheinend so, das wusste ich gar nicht genau, dass es einfach irgendwann dann die Power verliert und dass ich deswegen das immer wieder antreiben muss quasi. So, okay, jetzt. Okay, so ist es gedacht. Okay, alles klar, ich habe nichts gesagt. Bleibst du bitte hier. So. Und, okay, ich muss die Punkte dann noch einsammeln. Deswegen, es hätte mir nichts gebracht, die von da unten aus zu zerstören. Ich dachte eben, die Punkte würden dann eventuell hergeflogen kommen zu mir. Aber sowas nicht. Okay. Puh. So, und das ist der letzte Checkpoint. Alles klar. So, aber ja, wie gesagt, nicht so einfach das Ganze hier. Aber kriegen wir jetzt den Rest auch noch... Ach du Scheiße, den Rest kriegen wir jetzt auch noch hin. Oh Gott. Mit dem Sniper-Kollegen hier. Hoffe ich zumindest. Ach du Scheiße. Okay, ich kann mal kurz mich hier verstecken. Aber ich kann noch nicht treffen, leider. Ich muss noch kurz warten. So, mal kurz hier den Weg mir bereiten und dann hier schnell nach vorne. Und dann hier dich gleich aufmachen, Hilfe. Und dann da, und jetzt kommt ein fliegender Gegner auch noch, willst mich verarschen. Stimmt mal bitte. Und dann hier, oh Gott, ist das stressig. Hier hin und dann da nach unten. Und währenddessen mit den Sniper-Typen ausweichen. Das Gute ist, dass der wirklich überhaupt nicht zielen kann, so ungefähr. Deswegen haben wir hier auch Chancen. Ansonsten, ah, das ist da oben. Ansonsten hätte ich hier schon längst verkackt. Aber alles gut. So, und stirb bitte. Puh. Und hat das geschafft, aber wenigstens komplett ohne Tod sogar. Okay. So, und 1500 Punkte. Yay. So, und dann können wir gleich schon herausfinden, was es dann mit den Dingsbumsen auf sich hat. Und schon wieder neue Einträge. Ich werde es mal auf jeden Fall einlesen. Wir haben ja eh noch jetzt sogar zwei übrig insgesamt. Genau. Lesen jetzt erstmal den vierten Chat durch. So, MC Prince ist wieder dabei. Da bin ich wieder. Ja, das bist du. Hör, wo ist Marina? Auf dem Lokos. Lokos? Oh, meinst du auf dem Klo? Und warum ist hier ein Bild von mir? Ist das nicht eine Verletzung einer Privatsphäre oder so? Ach so, wir stellen uns vor. Na, da bin ich wohl mit meinem Bild von Marina dran. Zack! Sehr cool. Da haben wir uns gerade kennengelernt. Was waren wir, Jungen? Und hier noch ein Bonusbild, weil ich's kann. Mach auf, Schlafmütze! Lol! Mann, ey. So. Perla! Das gefällt dir gar nicht. Ach Gott, ey. Super cool. Okay, ich lasse den fünften erstmal aus, dass wir dann vielleicht immer so zwischen ein, zwei Level dann wieder halt uns neue Chatverläufe durchlesen können. Gut, aber dann jetzt erstmal, ich bin sehr neugierig, was wir hier finden werden. Das grundlegende Dingsbums, Depot B. Okay. Haben wir jetzt dann hier auch Bosskämpfe? Ich schätze mal schon. Würde halt am meisten Sinn machen, wenn die dann auch die Dingsbumse bewachen würden. Okay. Sieht schon ganz anders aus und ich darf den Kleckser benutzen. Aber keine Sekundärwaffe. Mhm. Kann ich hier wieder zurückgehen eigentlich? Ja, kann ich sogar. Okay. Ja, ich will schon weitergehen. Und wissen, was dann hier auf mich wartet. Hier scheint niemand zu sein. Bleib in Bewegung. Hm, ich glaube, der Schein trügt. Weil hier ist bestimmt jemand. Was ist das? Okay. Ich kann es zerstören. Aber hält ziemlich lange durch. Bam. Oder krieg ich es einfach geschenkt? Nee. What? Das habe ich am wenigsten erwartet.
dass wir es einfach geschenkt bekommen würden. Okay. Alles klar. Da kommt jetzt dann doch noch ein Überraschungsbosskampf, weil das fände ich sogar ein bisschen schade, wenn wir es einfach halt die Dingsbumse geschenkt bekommen würden. Glückwunsch, dass das erste Dingsbums gefunden. Finde alle vier und du gelangst ins Land der Verheißung. Setz deine Suche fort. Das ist also eines der vier Dingsbumse. Das ist alles etwas merkwürdig, aber wir müssen wohl noch drei mehr finden. Immer weiter so, Nummer 8. Okay, nee, das war's tatsächlich. Das finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade, weil ich das cool gefunden hätte, wenn halt dann Bosse die Dingsbumse bewacht hätten. Aber das wird einfach so erhalten, finde ich dann echt ein bisschen schade sogar. Aber okay. So, mehr kann ich ja, glaube ich, nicht mehr machen. Da hinten ist ja auch nichts mehr. Okay. Übrigens, was ist das eigentlich? Ein Tresor oder sowas. Oder? Es sieht aber komisch. Also, es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es noch nicht komplett. Als würden da noch andere Teile fehlen, die ich dann vielleicht da oben da noch draufstecken kann oder sowas. Ah, was da im Endeffekt rauskommen soll, dann mit den vier Dingsbumsen, habe ich keine Ahnung. Aber na gut. So. Und dann geht's wieder gleich rein. Mit dann ein paar weiteren Leveln, genau. Aber ich glaube, ich will sogar dann wirklich erst alle vier Dingsbumse sammeln, wenn ich halt auch alle anderen Level gespielt habe, weil ich ja auch die 100% natürlich hier haben will. Und ich hier natürlich auch jedes Level spielen will, logischerweise. Und dementsprechend werde ich dann die vier Dingsbumse wahrscheinlich, oder die restlichen drei, dann eben wahrscheinlich erst am Ende sammeln. Genau, und jetzt will ich erstmal vielleicht noch dann weitere Linien freispielen, das wäre ganz gut. Hier bei Linie B zum Beispiel, da kann ich dann noch I eben freispielen, genau. Knapp daneben ist auch vorbei, Ballonplatz. Lass von den Surfschienen aus alle Ballons zerplatzen. Gebühr von 1000, das scheint sehr schwierig zu sein, mit 5 Leben wieder. Aber wir probieren das Ganze mal. Okay, also rein von der Gebühr hier ist es dann wohl die bisher schwierigste Herausforderung. Aber mal gucken, wie wir uns dann gleich so anstellen werden. So, und nochmal am schwierigsten ist es dann mit dem Klecks-Konzentrator. Okay. Ja, nehmen wir den nochmal. Yay. So, dann mal gucken. Wo ist eigentlich der Schaffner da? Kann ich auch so mit dir reden, wenn du an der Wand bist? Kann ich sogar auch. Lass uns hier alle 30 Zielballons zerplatzen. Bam. Kann ich auch nach unten schießen wieder? Bestimmt, oder? Kann ich. Okay. Noch mal kurz. Stirb. Okay. Dann gleich weiter. So. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich meine, ich habe ja 5 Leben. Deswegen, das schaffen wir schon. Vielleicht. Okay, ich habe quasi kein Zeitlimit, aber eigentlich doch, weil ich halt mich immer auf den Surfschienen beeilen muss, dass ich rechtzeitig die Ballons erwische. Okay, das wird spaßig werden. So. Und ich muss auch noch währenddessen mal wechseln auf die richtige Schiene, um nicht runterzufallen, um Gottes Willen. Ja, das wird sehr schwierig. Und auch immer springen über Hindernisse, das wird sehr schwierig werden. Und ich muss auch immer auf meine Tinte acht geben, dass sie mir nicht ausgeht, logischerweise. Puh, das wird schwierig werden, das sehe ich schon. Okay, wechseln. Und die Frage ist auch, brauche ich denn immer eigentlich voll aufgeladene Schüsse? Das weiß ich nicht genau. Ich werde es mal jetzt nicht testen, ob da auch schon ein schwächerer Schuss ausreicht, weil ich dann es ziemlich sicher verkacken würde. Deswegen nehme ich jetzt mal erstmal dann nur voll aufgeladene Schüsse gegen alle Ziele. Ah, ich muss da wechseln. Nein! Oh mein Gott, war das knapp. Okay, das war auch fies. So, und die Hälfte haben wir gleich. Okay, bisher noch alle erwischt. Aber es wird es dann gleich bestimmt schwieriger werden. Oh nee, schwieriger werden. Oh, war das knapp. Das war viel zu knapp für meinen Geschmack. Okay. Ja, jetzt kommen sie halt auch in kürzeren Abfolgen. Okay, es muss kein aufgeladener Schuss sein, habe ich gerade bemerkt. Warum lebe ich eigentlich noch? Scheiße. Okay, aber ich habe was Neues gelernt. Es muss kein aufgeladener Schuss sein, das ist sehr gut. Weil ich nämlich dann, vor allem wenn halt die Ballons am Ende dann eher so kurz hintereinander kommen, weil ich eben dann das nicht mehr voll aufladen muss, weil ich dann auch schon vorher halt schießen kann. Und ich verbrauche auch nicht so viel Tinte dann dadurch, deswegen ist das super. Reicht dann auch schon nur so ein ganz, ganz schwacher Schuss? Ja, ich muss sie also einfach nur irgendwie treffen. Egal wie weit der Schuss aufgeladen ist, das scheint immer zu gehen. Okay, das ist sehr, sehr nützlich, diese Info. Ich muss halt bedenken, dass ich mit einem nicht aufgeladenen Schuss auch keine so hohe Reichweite habe, das stimmt. Aber wenn ich nah genug dran bin, dann kann ich die Ballons eigentlich da immer treffen. Okay. So, ja, dann sollten wir das dann jetzt doch eigentlich sogar ganz gut hinkriegen, weil das ist dann gar nicht so schwer, weil ich eben 5 Leben habe. Mit einem Leben wäre es super schwierig, aber mit den 5 Leben wird es dann doch um einiges einfacher, wie ich finde. Was sogar eher noch, finde ich, ein bisschen die Schwierigkeit ist, dass ich halt auch dann die Bahn verstehen muss, wie eben hier die Schienen entlang laufen, dass ich halt nicht nach unten falle. Das finde ich sogar ein bisschen schwieriger fast noch, als die Ballons überhaupt dann zu treffen, weil ich eben da auch noch währenddessen dann drauf achten muss und da so ein bisschen multitasken muss dann. Das finde ich sogar eher schwierig, wie gesagt. Aber kriegen wir jetzt auch hin. So, okay, sehr gut. Und dann ist der nächste gleich. Da vorne ist noch weitere. 7 fehlen noch. Ja. Okay. Also immer noch einige, aber wir schaffen das.
Und dann hier, kann ich ihn gleich treffen? Ah, schade, das wäre cool gewesen. Aber von hier aus geht's ja auch. Okay, sehr gut. Und die letzten drei. Zack. Zack. Und... Nein! Oh, wie jetzt? Okay. Ich dachte schon. Okay. Puh, aber es ging dann eigentlich. Yay! So, alles klar. Und damit haben wir schon eine neue Linie freigespielt. Linie I. Okay. Sie haben die fünfte Linie entdeckt. Sie wird nun im Streckennetz angezeigt. Keines der vier Dingsbumse scheint hier zu sein. Versuchen Sie eine andere Linie. Für die Entdeckung einer neuen Linie gibt es eine Belohnung. Okay. Werde ich mal gleich kurz nachgucken und mir dann gleich wieder 500 oder 1000 oder 1500 weitere Punkte holen. Mal gucken. Als Belohnung für das Erreichen einer neuen Linie erhalten Sie Coinchon-Punkte. Okay, 1000 wieder. Gut. Übrigens gibt es wieder einige neue Fahrgäste auch hier. Das ist halt auch ganz... Was bist du denn für ein Ding? Okay. Ui. Das ist auch ganz cool, dass es halt hier immer, je nachdem, auf welcher Linie ich gerade bin und an welchem Ort ich gerade bin, dass es je nachdem halt auch immer total andere Fahrgäste gibt. Das ist auch echt noch ein ziemlich cooles Detail. Der hier sieht auch wieder total creepy aus, finde ich, der Typ da. Aber okay. Dann gleich mal weiter, weil ich wieder kurz vielleicht einen weiteren Chatverlauf lesen kann. Den fünften. Oh, mein Akku ist fast leer. Ich hole schnell mein Ladegerät. Hau rein! Jetzt sind nur Opi und ich hier. Tote Hose. Ich bin auch schon wieder müde. Langweilig. Mir ist sogar so langweilig, dass ich ein paar Nachforschungen über dich anstelle, Opi. Wie peinlich. Nee, oder? Okay. Was ist das? Die Aquamarine. Die Aquamarine, angeführt von Leutnant Kuttelfisch, brachte den feindlichen Kräften während der Belagerung von Burg Arovana herbe Verluste bei. Ach ja, lang ist her. Opi, du bist ja voll Hardcore. Okay, ziemlich cool. So, aber dann noch weitere Level. So, und zwar dann vielleicht wieder erstmal einfach ein standardmäßiges Level, wie wär's denn zum Beispiel damit hier. Bloß nicht durchdrehen, Wirbelklamm, nutze die Drehschalter, um ans Ziel zu kommen. Machen wir einfach mal, ja. So, mittlerweile haben wir jetzt echt schon dann wirklich viel Auswahl, weil ich habe da jetzt schon irgendwie 5 oder 6 Level gehabt, die ich spielen konnte. Deswegen kann ich dann jetzt einfach immer halt, wenn ich nicht ein bestimmtes Ziel habe, dann oftmals einfach random irgendeins nehmen. So, am schwierigsten ist es mit dem Dünerroller, deswegen nehmen wir den auch. So. Bam, diesen mega heftigen Roller. Und nimm das! So, war mal Sekundärwaffe, habe ich da eine? Ja, Klecksbomben, okay. So, los geht's. Aber nur 200 als Gebühr, also sollten wir hinkriegen. Nutze die Drehschalter, um ans Ziel zu kommen. Okay, so scheint auch wieder dann ein standardmäßiges Level jetzt hier zu sein, ohne jetzt eine spezielle Herausforderung, dass ich jetzt halt irgendwie... Ball... Alter, war das fies. Irgendwie, okay, aber ich wäre da noch sicher gewesen. Okay, dass ich halt irgendwie bestimmte Ziele treffen muss, oder halt ein Zeitlimit habe, ist ein relativ standardmäßiges Level eben. Okay. Puh, das habe ich nicht erwartet, nee, ich auch nicht. Das stimmt. So, und viele Gegner, aber die können wir leicht besiegen. Und, kaboom! Okay, der lebt noch leider. Aber trotzdem ist da der Dünerroller, wenn die vor allem alle in einer Reihe stehen, dann ist der schon ziemlich cool. So, und schon der erste Checkpoint. So, ich sehe hier wieder so ein Gitter. Kommst du wieder auf mich zu? Nee. Okay, das war jetzt nur gerade eben einfach so. Aber scheint nicht immer der Fall zu sein. Okay, aber ich kann dann gleich hier nach oben gehen. Ja, sehr gut. Und dann gleich den nächsten Gegner platt machen. So, und kabam! Und ich will übrigens nochmal treffen kurz. Genau, dass ich nochmal hier näher rankomme. Dass wir dann gleich weitergehen können zum nächsten Abschnitt. Sehr gut, und da oben sind Punkte. Okay. Bewegst dich du auch nach oben eigentlich? Ah ne, aber die Plattform kommt her. Okay. Okay, ich muss auch die ausnutzen, ne? Um dann auch dort nach oben zu kommen. Aber ich kann halt zugleich auch versuchen, mir die Punkte zu holen. Ich versuche es eben mal. Ich mache zuerst den und dann den. So, jetzt. Na, ist nicht hoch genug, leider. Habe ich ihn nicht häufig getroffen? Okay, ich muss ihn, glaube ich, noch häufiger treffen. Aber ich komme jetzt sowieso schon hoch. Alles gut. Okay. So, dann jetzt nochmal treffen. Bam. Und dann jetzt eben mal hier nach oben. Ich soll an der anderen Seite eigentlich nach oben, aber ist egal. Geht ja so auch. Okay. So, und ein paar Punkte für uns. Und, ja, nicht alle getroffen, leider. Aber passt schon. So, Moment. Und, kaboom. Okay, weil leider überlebt immer einer von denen. Aber sieht trotzdem sehr cool aus. Fulminant, ja, finde ich auch. So. Und dann will ich hier nach oben. Mhm. Und das Ding dreht sich da. Das ist ja auch stylisch. Okay, ich muss da jetzt drauf und dann jetzt... Oh ne, das war ein Fehler. Und dann jetzt... überleben. Boah, ich falle ziemlich tief. Okay, so geht Überleben nicht, leider.
Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Und zwar ist dann, was ich besser machen will. So, nämlich schnell hier drauf. Und dann immer gucken, dass ich hier genügend Tinte machen kann. Um zu überleben. So. Und dann noch hier. Ist halt schwierig, weil ich eben mit dem Dynaroller auch erst ziemlich lange warten muss. Bis halt mal dann der aufgeladen ist. Und bis ich dann wirklich mal Tinte verschießen kann. Deswegen ist schon mit dem Dynaroller am schwierigsten, würde ich behaupten. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Okay, das Ziel fährt auch mit Mimps sogar. Das ist auch ganz gut. Dass ich sie immer wieder treffen kann. Sehr gut. Und der nächste Checkpoint noch, gleich der letzte. Okay. So. Und... Ach du Scheiße. Okay, ich muss jetzt alle treffen, dass diese Plattform herkommt. Weil ich ansonsten dann halt ins Nichts falle. Auch sehr interessant. Okay. Bam. Und nochmal. Bam. Und es reicht aus. Okay, auch ein sehr cooles Prinzip. Sehr schön. So. Aber war wirklich dann trotz Dynaroller auch wieder dann ein bisschen leichter, das Level. War ja auch schon zu erwarten, weil eben auch die Gebühr niedriger war. Das kann man jetzt wirklich merken, dass wenn die Gebühr relativ hoch ist, dass dann auch meistens das Level relativ schwierig sein wird. Okay. So. Wir können dann gleich mal hier auf Linie B vielleicht noch weitermachen. Was haben wir hier? Sturm auf dem Turm, Eisenbahnbrücke. Fahre auf dem Turm zum Ziel. 5 Minuten habe ich hier insgesamt. Machen wir das mal, ja. Okay, das hört sich... Okay, ich weiß, was es ist. Es ist wieder Turmkommando. Oder was ist wieder? Es ist halt wieder eine Rangkampfart, wo ich es halt dann gleich gegen ganz viele Gegner auf einmal da kämpfen muss und wo ich halt dann den Turm ans Ende bringen muss. Auf einer ganz normalen Map, schätze ich mal. So, Fernblast ist am schwierigsten. Nehme ich dann mal. Okay. So. Kaboom. Okay, gleich weiter. Hui. So, hallo ihr. Gut, aber schaffen wir schon. Das Ganze hier in der... Ist es die Steinkühlergrube? Heißt sie so, die Map? Also eine Map heißt auf jeden Fall Steinkühlergrube. Ich weiß mal nicht, ob es die ist. Keine Ahnung. Ich krieg sogar auch die Sepisphäre hier, wo ich dann unverwundbar werden kann. Auch ziemlich cool. Weil ich muss ja jetzt hier leider mal auf dem Turm... Ach du Scheiße. Auf dem Turm bleiben. Ja, ein Fernblaster ist blöd, weil ich nämlich dann halt leider die Gegner genau treffen muss. Weil ich halt ansonsten häufig zu nah an ihnen dran bin. Ja, ich muss wieder... Ich weiß, ich muss wieder drauf. Ja, ich will Tinte wieder haben. Mann, ey. Okay, das war schon mal ein Fail. Dann gleich nochmal probieren. Und das gleich aber besser machen. Aber ich sehe schon, das wird schwierig. Erstmal kurz auffüllen. Ein bisschen. Okay, Checkpoint. So. Ah, ich bin hier safe. Aber jetzt dann gleich nicht mehr. Es gibt übrigens auch ein paar Veränderungen, die habe ich schon gesehen. Weil es sieht visuell, glaube ich, ein bisschen anders aus irgendwie. Und es gab vor allem, habe ich gerade schon gesehen... Ah, Mann, ey. Ist zu nah dran jetzt. Habe ich gerade schon gesehen, gibt es auch einige... Natürlich hast du einen Pluviator. Ach du Scheiße. Gibt es auch einige Schienen hier, die ich benutzen könnte. Okay, ich muss mal vielleicht hier sowas benutzen. Curlingbomben auch. Weil ich dich nämlich ansonsten, wenn du in der Nähe bist, nicht treffen kann, leider. So. Okay, jetzt. Ja, das ist schon besser. Und, stirb jetzt bitte. Danke. Puh. Also ja, wie gesagt, mit Fernblaster hier zu spielen, während man auf dem Turm drauf ist, finde ich ziemlich schwierig. Weil halt die Gegner häufig nah an den Turm rankommen. Und dann kann ich halt die Gegner nicht... Jetzt hat er mich ins Wasser geschmissen, willst du mich verarschen? Und dann kann ich halt die Gegner nicht wirklich gut erwischen. Und das ist dann dementsprechend ein Problem, ne? Ach Gott, ey. Also ja, das ist schwierig, die Herausforderung. Verdammt. Das ist schwierig. Weil ich halt jedes Mal auch wieder dann einiges an Weg verliere, wenn ich halt sterbe. Oder wenn ich halt dann zu lange vom Turm unten bleiben sollte. Puh, ich muss bedenken, ich habe auch noch die Sepisphäre. Aber ich will die eigentlich eher dann ein bisschen mehr zum Ende hin einsetzen. Und so mega heftig ist sie jetzt auch nicht, weil es mit der Sepisphäre auch immer noch relativ häufig passiert, dass man dann wieder vom Turm auch runtergestoßen wird. Und ich muss halt zwischendurch immer kurz drauf, damit halt dann eher nicht zurückgeht, der Turm. Okay, gleich beide gekillt. Nice, das war jetzt wichtig. Okay. Puh. Aber ja, das ist nicht einfach, wie ich finde, die Herausforderung hier. Aber ist auch ganz cool, gefällt mir. Soll ich mal kurz dich zerstören? Okay. Und der nächste Gegner kommt auf den Turm rauf. Willst du mich verarschen? Ich muss jetzt kurz aktivieren, sorry. Aber okay, jetzt ist der Turm kann sogar auch in Gegnerhand sein, ganz normal. Das ist ja auch fies. Okay. Puh, jetzt habe ich halt die leider schon hergegeben, aber das war jetzt wichtig, finde ich, weil das ist halt schon fies, wenn die hier direkt auf dem Turm drauf sind, weil ich eben dann mit dem Fernblaster wirklich so ziemlich gar nichts machen kann. Also das muss ich auch zugeben, das liegt schon auch wirklich zum Großteil an der Waffe, dass jetzt die Herausforderung so schwierig ist. Aber mit einer anderen Waffe wäre schon leichter. Übrigens fällt mir gerade auf, dass die Tinte sogar auch ziemlich cool aussieht hier von den Gegnern. Weil die hat doch mal so ein bisschen so einen Welleneffekt irgendwie in sich drin. Und das ist ja bei der Tinte ansonsten nicht der Fall. Bei meiner Tinte ja auch nicht. Die hat auch keinen so besonderen visuellen Effekt. Aber die gegnerische irgendwie schon. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. Sondern jetzt nicht da oben. Oh Gott, ey. Jetzt bist du wieder nah dran.
Ja, natürlich. Nein! Oh mein Gott! Ich sterbe jetzt. Ich sterbe noch. Das gibt's noch nicht. Und jetzt könnt ihr wieder... Okay, ich muss mich jetzt beeilen. Okay, ich kann deswegen auch das Ding hier einsetzen, glaube ich. Da komme ich dann schnell dahin. Okay, da komme ich wieder direkt auf den Turm rauf sogar. Das ist ja cool. Okay, nice. Ich muss mal kurz die zerstören. Okay, aber wir sollen es jetzt dann doch noch hinkriegen, weil das Zeitlimit halt... Oh, jetzt kommen auch viele Gegner. Weil das Zeitlimit halt dann doch ganz nett ist. Siegesphäre einsetzen. Und nicht nach unten gestoßen werden. Ja, das war schnell. Ja, ich kann wieder drauf gehen. Sehr gut. Okay, okay, okay. Und? Hier bleiben. Nein, überlebe bitte. Danke. Oh. Das war jetzt noch sehr stressig. Puh. Aber die Herausforderung finde ich wirklich auch cool, wo man dann eben als Einzelner quasi gleich einen kompletten Rangkampf dann abschließen muss. Mit Turmkommando und Goldfisch hatten wir jetzt eben schon. Und die anderen werden dann bestimmt auch noch kommen. Also das finde ich ziemlich cool bisher. Okay. So, aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier für diesen Part von Let's Play Splatoon 2 hier bei der Octo-Expansion. Beim nächsten Mal geht es dann hier noch weiter. Wo ist denn Captain Kurtfisch eigentlich? Wechselt der auch mal ab und zu? Oder wie? Der ist jetzt tatsächlich hier. Okay, stimmt, da war er davor, glaube ich, auch schon mal. Stimmt. Also der kann anscheinend hier auch ein bisschen dann die Position wechseln. Okay, ziemlich cool. Aber nächstes Mal kommen dann eben noch einige weitere Level. Vielleicht kann man es dann am nächsten Mal schon das nächste Dingsbums auch holen, obwohl wir es da schon noch ein bisschen weiter wechseln. Aber so spannend sind ja jetzt, wie gesagt, die Dingsbums hier leider eh nicht, weil ich halt da eigentlich einen Bosskampf erwartet hätte. Aber leider gab es halt keinen, kriegen wir einfach so. Aber ich würde schon schätzen, dass wir dann zumindest ganz am Ende vom Spiel, wenn wir alle Dingsbums hier haben, dass es da noch irgendeine Überraschung geben wird. Dass wir nicht dann einfach fertig sind, sondern dass dann schon noch entweder noch weitere extra Level kommen werden oder dann eben doch ein cooler Bosskampf oder sowas. Aber wenn wir dann schon noch alles genauer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.